Das ist Plus, weißt du? Das ist nicht wahr. Ach, das ist das Plus. Ja, klar. Ja, das stimmt, das haben nicht alle einen. Ja, komm, jetzt musst du noch mal reinschmeicheln. Jetzt haben wir einen roten Griff. Der Papa hat gesagt, nein, ich stehe hinter mir. Nein, ich denke, das ist super. Ja, das ist ich sehe das, Mensch. Das schreibe ich so. Ja, muss so schreiben, das ist ja so. Ist cool. Meine Frau steht eben hinten. Ja, ja, ja. Echt, aber. Weißt, ja, klar. Echt, ja, oder? Ja, klar. Steht. Ja, klar. Steht. Ja, klar. Steht. Mathe Bern heute Abend Kickoff zum Nationalratswahlkampf vor der Jimmy Hofer-Liste. Jimmy Hofer steht neben mir. Jimmy, warum braucht es ein Berner Stadtoriginal im eidgenössischen Parlament? Ja, brauchen tut es das nicht. Das braucht echt niemand. Aber es wäre noch gut, wenn ein bisschen Farbe käme und ein bisschen unabhängige Leute kämen. Du hast unabhängige Leute gefunden auf deiner Liste. Wie bist du zu deinen Mitstreitern gekommen? Von wo kommen die und warum sind sie bei dir auf der Liste? Das sind alle so freidenkende Leute wie ich und haben sich nach gemeldet. Das war so eine Kötterreaktion. Ich bin niemand suchen, sondern die haben sich nach gemeldet bei denen, die schon auf der Liste waren. Und so jetzt nachher einfach plötzlich die Liste voll gewesen. Du hast also niemand zu zwingen und hast genug Leute gefunden von dem her. Neben wem würdest du am liebsten hocken, wenn du mal im Nationalratssaal innen hockst? Oh, das ist noch schwer zu sagen. Ich kenne die mit Namen nicht so genau, dass ich da jetzt Namen sagen könnte. Aber ich denke mal, ja, ich werde wahrscheinlich, wenn ich gewählt wurde, in die SVP-Fraktion gehen. Oder sie hat da ein bisschen dünn gesagt. Also würde ich auch neben zwei Gielen hocken. Also du hast dir bereits Gedanken gemacht, in welche Fraktion du gehen würdest. SVP steht dir am nächsten und hast du das Gefühl, sie werden dich dort aufnehmen? Das habe ich natürlich schon vorab geklärt. Das ist natürlich schon prittelt, da kann man nicht mehr dran machen. Ich bin im Stadtrat auch SVP-Fraktion und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man im Bundeshaus auch in die Fraktion geht, auch nicht zuletzt in der Kommission zu sitzen. Zu deinen politischen Zielen, was hast du für Ziel gesetzt, wenn du mal im eidgenössischen Parlament sitzt? Hast du schon irgendeinen Vorstoss auf dem Kompi schon voraufgesetzt? Oder? Ja, das habe ich. Ich habe zwei Vorstöße, die mir schon lange auf dem Magen liegen, die ich eigentlich nur in diesem Parlament so vorbringen könnte. Und das habe ich natürlich schon gemacht, aber das sage ich jetzt nicht, was das ist. Sonst macht es nachher gegen den anderen. Also sind wir gespannt. Heute Abend noch ein gutes Fest. Du hast Leute eingeladen, die nicht unbedingt so politisch sind, die vielleicht sonst auch nicht unbedingt mit der Politik zu tun haben. Sicher eines von deinen Zielen, dass du eben auch Nichtwähler motivieren, oder? Ja, wir wollen niemandem Wähler wegnehmen, oder? Also wir sind ja keine Partei. Und das heisst also, dass wir Wähler wollen aus dem Segment von denen, die nicht wählen, oder? Also, dass sie vielleicht Fun wählen und sagen, ja, mal das mal gar nicht mal. Oder Protest wählen und sagen, ja, den Hofer braten wir jetzt denen dort auf den Pelz. Irgendwie so also in die Richtung jetzt gehen, oder? Also, die arrivierten Parteigänger, die werden ihre Partei wählen. Und die, die nicht wissen, was, oder finden, mal jetzt mal einen unabhängigen, ins Parlament, die werden dann vielleicht mehr wählen, das werden wir dann sehen. Super. Ich sehe da hier ein grosses Wahlkampfmobil, eine fahrende oder eine mobile Bar, die ihr da habt, parat gemacht. Wo seid ihr überall unterwegs in den nächsten Wochen, weißt du schon? Ja, also die Standpunkte weiss ich noch nicht, das wissen wir noch nicht genau, aber es wird so ein bisschen guerillamässig gehen und wir werden einfach mit unserem Bierausschankwagen einfach im Kanton Bern unterwegs sein. Das ist gut. Timo Hofer wünscht dir alles Gute, auch deinen Mitstreiter und heute Abend noch ein schönes Fest. Merci vielmals. Merci.